Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wir haben 127.500. Ich habe 127.500, das heißt, ich habe jetzt genügend Geld, um zum LKW-Enter zu fahren oder zu gehen. Dem von Mac. Und mir dort den Mac Anthem zu holen, mit dem wir dann auch gleich direkt weiterfahren. 18.000 kostet das große Stück. Genau. Wir nehmen dann quasi komplett in weiß. 345.000 PS, genau. 345 PS. Kompletter Standard-LKW, mit dem ich dann bis zur 25. Folge fahre. Und in der 26. Folge, wenn dann die Eventwoche beginnt, dann rüste ich den LKW auch auf, genauso wie in ETS 2. Deswegen kaufe ich den jetzt einfach, ohne irgendwas zu ändern. Und dann schauen wir mal nach, wie die Auftragslage denn... ich weiß gar nicht, wo wir nochmal unseren Standort hatten, sein wird. Wir danken Ihnen für den Kauf Ihres ersten LKWs bei uns und würden uns freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bitte beachten Sie, bei allen hier gekauften Zugmaschinen ist die reguläre Versicherung bereits bezahlt. Haben wir unsere schöne Garage. Schön klein, aber fein, die wir dann gegebenenfalls in Folge 26 dann auch upgraden werden. Wo upgraden müssen, je nachdem. Je nachdem, was wir entscheidet. Das Gute ist, mittlerweile ist auch schon Realität nachts, von daher kann ich jetzt auch hier schön mich aufs Ohr hauen, ohne dass ich jetzt irgendwie Probleme habe mit der Sonneneinstrahlung, die heute schon echt wieder stark war. Und dann gucken wir mal, wie die Auftragslage hier in Montrose, wie die Auftragslage in Montrose so aussieht, oder haben wir in Grand Junction, keine Ahnung, ich soll mich jetzt bei World of Trucks auftreten. Aber kurz nochmal gucken, Garage gehört zu Montrose, genau. Aufträge, da wollte ich hin. Der beste Auftrag wäre vom Preis-Leistungsverhältnis her und vom Preis her nach Nempur. Oh Gott, noch so eine lange Strecke. 11 Stunden, 22 Minuten schaffe ich das in einem Rutsch dorthin. Das würde ich in einem Rutsch dorthin schaffen. Dann nehmen wir den Auftrag an. Und dann ist es halt mal wieder ein etwas längeres Video. Bauholz von Sierra Pacific Industries zu in Montrose mit 43.700 Pfund Bauholz zur Farmers Bahn in Nempo, Idaho. Eine Nachtfahrt, schauen wir mal das Ziel ein und fahren los. Ich sollte zumindest hier das Navi hat aktiviert lassen, da ich einfach kein Navi hier drin habe. Mac Anthem integriert. Was wäre das noch gewesen, wenn jetzt hier... Ach je. Man sieht sehr viel dank des Spiegels. Go straight. Und jetzt hier gleich links rum. Ein paar Mods wurde auch schon mittlerweile wieder geupdatet. Allerdings nur keine wirklich relevanten, sag ich jetzt mal. Nichts von der Map und so weiter, sondern halt, ich glaube, KI-Mod einmal und
Und sag schnell, von dem Traders in Cargo Pack von Jessicat. Ansonsten ist alles geblieben. Wir sind ja mehr oder weniger kurz vor der 1.40. Also, was ist kurz davor? Die kommt ja im April. Höchstwahrscheinlich, zumindest im April, kommt ja irgendwann das Iberia DLC. Deswegen wird dann ungefähr dann auch das andere passieren. Dass wir dann die 1.40 bekommen, wo dann auch die eine oder andere Grafikmod dann auch weichen wird in beiden Projekten. Einfach weil sie. Weil man sie nicht mehr braucht. Denn es gibt dann. Ja, vom Game selbst. Verbesserte Grafik. Kann sein, dass ich irgendwann mir nochmal das Ganze anschaue. Gucke, ob irgendwelche. Wie die Mods sich aktualisiert haben, quasi. Ob es noch neue, nice Mods gibt, die. Die grafisch das dann noch ansehnlicher machen, aber zum aktuellen Zeitpunkt wird es auf jeden Fall mindestens 3 Monate nichts anderes geben und das andere werde ich mir dann also nach und nach selber anschauen oder so, dass ich mir dann irgendwann entscheide, okay, ich nehme das jetzt mit oder nicht mit. Ich bin gerade überlegen, habe ich eigentlich das eingestellt, dass ich eine random Parkposition bekomme. Es ist zumindest anders mit dem Grafikmod hier, die Rauchschwaden. So, dann nehmen wir mal unsere 43.700 Pfund Bauholz mit. Genau, ich will das einfach so lassen, wie es ist. Für $22.957. Das schmeckt schon, $23.000. Je mehr wir im Endeffekt dann in die nächsten 15 Folgen einfahren, desto desto weniger muss ich Kredite aufnehmen, aber desto weniger Kredite muss ich aufnehmen. Ja, komm, wir fahren mal hier raus. Wann sind wir dort? Gegen 6 Uhr morgens, okay. Wieder quasi den Hügel hochflog. Ah, knapp am Graben vorbei. Also wie gesagt, den Truck, den werfe ich dann irgendwann auf. Also ich werde jetzt erstmal so viel Geld einfahren, wie es nur geht, bis dann die Eventwoche startet. Im Idealfall wäre es natürlich, wenn ich halt immer, nennen wir es mal, Tagestrips mache, sprich, wo ich die Folge starte und auch wo ich die Tour in einem Video durchkriege. Also 650 Meilen sind ungefähr so das Maximum für eine Tour.
Right. Ach, jetzt man hier wieder so wenig sieht wegen des Spiegels, das ist. Muss ich vielleicht nochmal die Sitzposition anpassen. Weil ich muss ja auch was sehen, ne? So ist es ja nicht. Ausholen, das passt. Schauen wir mal, wie viel Meilen ich noch fahren kann mit der Tankfüllung. Warum kann man das hier nicht sehen? Offenbar nicht. Ach, das ist schon, schön. Also ich muss auch zugeben, dass ich diesem Grafikmod doch schon angenehmer finde jetzt. Also vom Erscheinungsbild. Ich finde es schon ganz schön. Da hat so ein bisschen was von einem Reshader. Also von einer Reshade-Mod. Dass alles heller macht und. Bisschen kontrastreicher, glaube ich. Da war ja was bei dieser Route, dass man hier noch kurz abgebremst wird. Wir fahren jetzt auch nach Grand Junction rein. Go straight. So, dann fahren wir mal 30 Miles per Hour hier weiter durch. Oh, hier gehen die Lichter an. Offenbar. Kommen wir doch noch ein bisschen näher. Schon mal ein bisschen links ein. Ich mache auch schon mal Licht an. Stay left, then turn left. Oh, jetzt auch erstmal nochmal 27 Miles Power hier rein. Turn left. Dann können wir auch schon weiter rum. Bisschen über den Washington rüber, aber gut. Alles halb so wild. Haben wir es zwar empfohlen, eine 15 Miles für, aber wir müssen die 15 Miles für auch nicht unbedingt fahren. Hab das halt noch gepasst. Jetzt wird die Straße auch wieder ein bisschen enger. Ah, finde ich gut, dass es auch wieder ein bisschen enger wird. Schön mit dem mit der untergehenden Sonne im Hintergrund. Muss man überlegen, also wann ich die anderen Folgen nochmal aufnehme. Ich habe mir vorgenommen, für den Monat das immer aufzunehmen, aber ja.
Da muss man auch halt auch erstmal wieder hinkommen, dass man für einen Monat auf und immer schon weiter vorrendert. Sollte jetzt doch grün werden, oder? Oder? Jawohl. Dann weiter geht es. Ich muss schon sagen, es ist gut, dass es. Aber es ist gut. Gut, dass es, ich jetzt erst aufnehme, du hast ja gesagt. Ich habe eigentlich vorgehabt, das schon vor 7 Stunden aufzunehmen. Da war es. Vor 6 Stunden. Da hätte die Sonne mir nochmal ordentlich die Tour vermasselt. Weil ich einfach nichts gesehen hätte. Das einzige Problem, was jetzt gerade ist, ist ja das zeitliche. Eigentlich habe ich noch vorgehabt, noch ein weiteres, nochmal hier, Train Symbol 2 aufzunehmen, aber das könnte jetzt eng werden. Vor allem, weil ich gerade mal 30 Meilen runtergerattert bin. Das läuft super. Kriegen wir die Ampel noch? Nein, natürlich nicht. Natürlich kriege ich die Ampel nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich den Bordschein mitnehmen. Und dann geht's ab Richtung Utah. Weil wir streng genommen weiter ganz nach Idaho wollen. Nach, war das Nampa? Ja, Nampa, Idaho. Nach Nampa geht es. Na, ist noch ein ordentlicher Weg dahin. Der Interstate 70 Richtung Westen. Ich hoffe mal, dass die Zugmod wieder funktioniert. Also ich habe, es gab zwar kein Update und so weiter, aber die schienen sich ja beim letzten Mal irgendwie ein bisschen aufgegangen zu haben. Irgendwie. Oder sowas in der Art. Ah, der Sonnenuntergang ist einfach nice. Der ist einfach nice. Ich muss zugeben, ich habe bisher auch noch kein einziges Video von der 1.40 mal angeschaut. Einfach weil ich mich nicht spoilern lassen will und das Ganze selber erleben will und selber den Wow-Effekt haben möchte und nicht irgendwie durch irgendwelche Videos, die vielleicht noch in einer Beta sind, aber halt trotzdem schon in gewisser Weise etwas zeigen könnten, halt spoilern lassen möchte. Gestern mal wieder einen Themenschwung zu machen. Ich denke mal, dass ich aber dieses Wochenende ordentlich was aufnehmen kann und ordentlich aufnehmen werde, einfach weil das, die Wetterbedingungen sind super. Eigentlich sollte die ganze Woche so sein, wie es jetzt am Wochenende sein wird, aber war es irgendwie nicht wirklich. War dann doch schöner als gedacht. Okay, da war ja was, nur ein 10-Gang-Getriebe. Dann drücke ich mal weiter runter, bis ich die 70 Miles per Hour erreicht habe. Die 75 Miles per Hour meine ich natürlich. Ach je. Jetzt sehe ich sogar bei Tage nicht so viel. Wir verlassen jetzt Colorado und fahren dann jetzt nach Utah rein. Crossing border, entering Utah. Ach ja, einfach schön, einfach schön. Ja, wenn ihr wollt, dass ich noch irgendwie hier die Coast-to-Coast-Map oder die Canada Dream noch zusätzlich integriere, ne, oder andere Maps, dann schreibt es gerne in die Kommentare, welche Maps ihr noch mit hier auf dem Profil sehen wollt.
und dann implementiere ich sie, sofern sie kompatibel sind. Schön, dass ich jetzt hier so viel überholen kann. Da gehen die Meilen auch deutlich schneller runter. Das bin ich sogar schon bei nur noch. Habe ich sogar 100 Meilen weniger jetzt mittlerweile. Da hat man zumindest den Zug gehört, den Zug-Sound, aber ich habe keinen gesehen, weil es. Ich wollte ja eigentlich blinken, aber das ist hier nämlich ihr Handy, ich kann einfach gerade nicht auf X drücken. Geht doch. Ja, 520 Meilen noch. Weiter Richtung Selina. Jetzt haben wir hier wie die Law, don't drink and drive, drive safely. Safety vor allem. Drive safely. Nachtfahrten sind schon was Feines. Allerdings sieht man halt so wenig, ne? Aber trotzdem, die Atmosphäre ist halt trotzdem nice. Es ist weniger los, höchstwahrscheinlich. Zumindest. Aber man sieht auch nicht den Auflieger. Kam gerade nichts, ich habe nicht wirklich was aus dem Winkel sehen können, aus dem Augenwinkel. Aber es hat ja gepasst. Da sind wir jetzt wieder auf den Highways, wo es nicht mal ganz so schnell vorangeht, aber mal schneller als von Stadt zu Stadt. Highway 191. Cruise Control ist drin. Damit auch ein bisschen was wieder. Damit ich ein bisschen was sehe. Mehr oder weniger. Also ich sehe ja schon was, aber. Erstmal das Licht ausgemacht, dann sehe ich jetzt noch viel, viel mehr. Ah, schön mit dem Sternenhimmel. Jetzt muss ich nur noch das Trinken finden, da ist es. Oh, leer, toll, jetzt kann ich das Licht wieder anmachen. Ist das schon wieder an Industrien oder ähnlichem vorbei? Das Falschlicht ausgemacht. Jetzt sind wir in Price. Erst aufhalten Price. Beehive State 4 out of 10. Stay left. Stay left klingt gut. Mache ich, kriege ich hin. Weiter Richtung Salt Lake. Das heißt, wir fahren auch bei Salt Lake City vorbei. Kann das sein? Ich habe gar nicht die Route wirklich angeguckt, fällt mir gerade auf. Aber gut. Haben wir einen Zug, ein langer Zug, sehr schön. Funktioniert also bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht verbuggt. Schön jetzt hier an Price vorbei. Oje, 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 oje. Mal Price vielleicht doch nicht an. Ein bisschen so hier, zack, ja. Oh,
sieht aber auch nice aus. Der Dom ähnlichen Gebäude. Würde mich ja schon interessieren, was hier in Realität, sofern sie reale Gebäude darstellen sollen, was diese Gebäude in Realität beherbergen. Weiter Richtung zur nächsten Waage. Von der T-Junction hier nur noch mit 55 Miles per Hour weiter, wobei es geht weiterhin mit 55 Miles per Hour weiter, also da steige ich nur an der T-Junction. Das ist aber auch. Ah, schön. Einfach nur schön. Hätte prinzipiell überholen können, aber da ich komplett einen kompletten Starter-Truck habe, dementsprechend, oh, wie viel PS waren es nochmal? 345 PS und dann noch zusätzlich Ladung hinten drauf habe, habe ich es dann mal sein gelassen und abgebremst. Ja, stimmt, wir dürfen nur 55 Miles per Hour fahren. An irgendwelchen Reservoirs vorbei, hier wieder mit dem Zugtunnel. Ah, schon eine schöne Strecke. Vor allem mit realistischeren Zügen, was die Länge betrifft. Dann macht das Ganze dann nochmal viel mehr her. Und dann die schönen Berge, die zumindest wirkt es so mit Schnee bedeckt sind. Vielleicht ist es aber auch nur Kalkstein, wer weiß das schon. Wieder ordentlich abgebremst da vorne. Aber ordentlich. Runter auf 40 Miles per Hour läuft. Wir nur zwei Drittel der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit. Vorne fährt ein Zug. Scheint mir diesmal aber ein Güterzug zu sein und kein Personenzug. War am Ausweichen, konnte keine Ahnung, was rechts abbiegen will. Strafe gezahlt. Und Schaden auf dem Auflieger. Das war's. Zum Glück nicht auf die Fracht. Zum Glück das Holz nicht beschädigt. Falsche Richtung gebringt, läuft. Weiter jetzt hier mit 50 Miles per Hour. Ich bremse schon mal sicherheitshalber vor. Nachbeschleunigen kann man ja immer noch. Und dann geht es dort wieder auf die Interstate rauf. Stimmt, der Mac, der frisst ja auch ziemlich viel. Erster Aufenthalt im Provo. Beehive State 5 von 10. Was meine Achievement Progress hier angeht. Ja, der war ja ganz gut am Fressen, der Mac.
Meilen, 284 Meilen. 284 Meilen insgesamt und 285 Meilen ist dann der Trip, genau, sieht man ja. Oh oh. Weiß nicht, oh, hier ist offenbar ein bisschen am Lecken. Volt und so weiter und so fort, was ist das? Aber immerhin sieht man zumindest für die Trip Distance oder für den Trip die sag schnell den Spritverbrauch pro den Spritverbrauch von Gallonen pro 100 Kilometer, glaube ich, eher von 100 Meilen, glaube ich, war das, ja. Jetzt weiter gen Norden noch 346 Meilen bis Nampa, Idaho. Es geht dann auf im tatsächlich bei Salt Lake City vorbei. Wo es dann weiterhin crazy am Lecken ist. Kann natürlich sein, dass es gerade so am Ruckeln ist, weil direkt nach Provo hier Salt Lake City kommt. Salt Lake City ist halt eine riesig große Stadt oder eine große Stadt. Mittlerweile sind wir auf in der Zeit 15. Das sind jetzt gerade wahrscheinlich sogar gerade die Ausläufer sein von Salt Lake City, wo wir jetzt gerade sind. So, Cruise Control rein. Stay left klingt richtig, dass ich hier gerade bin. Ich glaube ja, naja, es passt. Weiter Richtung Salt Lake, okay. Scheinbar sind wir doch noch nicht bei Salt Lake City, denn es geht noch weiter nach Salt Lake City, oder? Das müsste doch Salt Lake City sein, oder? Ja, okay. Ich wollte schon mal sagen. Weiter Richtung Ogden. Wobei sie weiterhin auf der Interstate 15 Northbound. Oder, Interstate 50 North. Ich muss zugeben, ich weiß gerade selber gar nicht genau, ob Northbound nur. Es bei Zügen genannt wird oder auch, ob das auch bei Interstates und so weiter eine Bezeichnung ist. Jetzt wo ich es gerade eben hier so mehr oder weniger semi-brain AFK gesagt habe, ist mir aufgefallen, Moment, das könnte ja, das hast du doch mal von Trainhopping-Video gehört. Oder gelesen. Jetzt sind wir hier bei Ogden. Bei Ogden wollen wir nicht raus, also nochmal auf die nächste Spur. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erster Aufenthalt in Ogden, Beehive State, 6 von 10. Mal schauen, vielleicht bekomme ich sogar das Achievement durch. Boah, lecko mio. Hier, in diesem Profil. Festplatte ist wieder gut dabei. Ich bleibe sicher jetzt aber nochmal auf der mittleren Spur. Oh Gott, die Schilder, die laden ja sehr spät bis gar nicht. Ich habe das Gefühl, die KI lädt auch deswegen nicht, weil es gerade so am Lecken ist. Also, ist das zumindest schon mal nicht verkehrt. Also gar nicht so, müssen nicht in irgendwelche KI fahren. Und ich muss bei der nächsten Waage raus. Ich habe noch keine Ahnung, wo die nächste Waage ist. Wo ist denn die nächste Waage? Ist sie jetzt hier? Port of Entry? Ja, die wäre da gewesen, aber ich habe sie nicht gesehen, weil das einfach hier am Lecken ist. Gut, dann zahle ich nochmal Strafe, weil ich an der vorbeigefahren bin.
Stay left. Unnötige $600 Strafe. Absolut unnötig. Den ganzen Lecks, die jetzt hier gerade sind, würde ich mir wünschen, dass man das bei Premiere ein Tool geben würde. Oder gibt, mit dem man das detected, wo quasi es Ruckler gibt und das quasi dann diese Ruckler rausschneidet, sodass es weiterhin ein flüssigeres Bild ist. Zweifel, dass ich diese Lags rausschneiden werde, weil es einfach zu viel Arbeit ist. Also das nächste Mal, wenn ich Festplatte auf 100% ist und das Waagezeichen kommt, wo ich das hier bei der Waage raus soll, dann einfach die nächste Ausfahrt mitnehmen. Wird schon die richtige sein. Das ja pausieren, wenn das so wieder rumleckt, aber ich weiß ganz genau, wenn ich das pausiere, dann beruhigt sich die Festplatte. Wenn ich dann wieder das End pausiere, dann geht es wieder rund. Noch 237 Meilen bis Nampa, Idaho. Bei der Farmsbahn sind. Wir sind aber sogar zeitlich relativ gleich geblieben, würde ich sagen. Also vielleicht 20 Minuten haben wir vielleicht Hausgeholt, habe ich vielleicht Hausgeholt maximal. Erreichen Idaho. Crossing border. Sehr schön. Entering Idaho. Jetzt sind wir sogar schon da. Jetzt geht es zwar noch mit 70 Miles vor Ort weiter und ich bin mit 80 wie in Utah, aber auch in Ordnung. Wieso geht denn das jetzt hier schon wieder ab? Muss ich das verstehen? Ich habe ja auch die Befürchtung, dass durch die Lags der Festplatte, wenn ich mal wieder in der Nähe von einer großen Stadt bin, dass dadurch vielleicht auch sich die Improved Trains Mod halt so ein bisschen auffängt und es dadurch halt zu solchen Problemen kommt, von wegen, dass dann einfach irgendwelche Züge dann plötzlich in einen ungeladenen Bereich zwar, aber dass sie halt dann dort entsprechend einfach einfach nur Waggons auf der Strecke stehen. Anstatt dass da einfach ein Zug fährt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wäre zumindest meine Erklärung jetzt im Nachhinein für, ich glaube, für vorletzte oder zum vorvorletzten Video. Fakt ist, ich muss
höchstwahrscheinlich dann nach dieser Tour, der nächsten Tour, ich habe sogar noch ein Geholverbot für Trucks, muss ich nochmal tanken. Station, okay. Wenn ich jetzt bei dieser Waage raus soll, da komme ich sogar drum, komme ich sogar hin. Okay, ich muss stoppen. Eigentlich müsste ich stoppen, da ich über 25.000 Pfund bin, glaube ich. Na gut. Das System sagt, ich darf, dann darf ich. Weil dann fahre ich mal einfach. Aber eigentlich, wenn ich schon hier anhalte für... Ja, okay. Never mind, forget it. Ich hätte rausfahren müssen. Ich fahre ja schließlich nach Schildern. Ich halte ja schließlich auch beim Brake-Check. Hätte ich dann hier nochmal halten sollen. Mache ich ja beim nächsten Mal. I'm sorry. Früher eingeordnet. Das ist halt 85, wenn ich es gerade eben richtig gesehen habe. Weiter gen Nordwesten. Am Gelände vorbei, am Range schon vorbei, wobei Range könnte natürlich auch sein, aber ja, an der Farm vorbei. Das ist zumindest schon mal sicher, noch 128 Meilen bis nach Namper, Idaho. Vorne wieder ordentlich gebremst, heißt, ich werde ihn überholen. Ich habe auch gut Hemmel drauf. Mittlerweile. Der Sternhimmel, der ist schon nice. Ich habe die Befürchtung, dass. Ich weiß nicht, aber bei Twin Falls ist auch bei Namper dann ordentlich am Lecken wird sein, wenn ich da reinfahre. Gut, das Ding ist halt, ich fahre jetzt hier natürlich auch. An Twin Falls, Idaho, fahre ich ja jetzt gerade mit Full Speed vorbei. Alles klar, dass dann da ein bisschen länger ist, weil weniger Zeit dafür da ist, um das Ganze zu laden. Und bei Namper fahren wir dann ja auch eher. Ja, wir fahren dann durch in Namper rein, genau, in Namper rein. Bei Farmers Bahn wird wahrscheinlich außerhalb von Namper sein, das heißt vielleicht fahren wir auch nochmal mit Speed durch Namper durch. Oder Namper vorbei. Jetzt vorgegangen. Aber solche vorbeifahren sind ab und an mal auch wieder sehr, sehr angenehm, finde ich. Etwas kurvenreicher hier. Mit 70 sollte das aber noch alles machbar sein. Auch mit 72.
und solange das die zugelassene Höchstgeschwindigkeit ist. Ich werde nicht noch mehr Strafe zahlen müssen. Bin ja mittlerweile sogar schon unter auf 8000 Dollar. Meilen noch bis Nampa. Ach, noch ein bisschen wieder spät im Laden hier. Weiter den Berg hinauf. Dann sollten das, glaube ich, auch schon die Ausläufer von Nampa sein. Dark Valley. Ich glaube, ich habe es richtig entziffert. Na, wir sind auch nicht bei den Nampa. Noch vor Nampa, die Ausläufer von Nampa, die kommen erst noch. Ah, der Sternenhimmel, der ist halt einfach nice. So, die Frage, geht es natürlich an Nampa vorbei? Aber wir sind doch noch erstmal bei Boys, okay. Oder bei Boy, ja. Ja. Wer Fehler in der Aussprache findet und sie besser weiß, kann sie gerne verbessern. Sofern ich nicht im Nachhinein nochmal nachschaue. Wenn ich selber nochmal nachschaue. Gerne dann den Lautschrift verbessern. In den Kommentaren. Oh. Außer wahrscheinlich wird es eher französisch ausgesprochen. I guess. Wäre jetzt zumindest mein, ja, hä? Wie bereits gesagt, mein Guess. Der erst auch mal vom Gem State wäre das 1 von 11 aktuell. Immer diese großen amerikanischen Städte. Jetzt auch weiter rechts fahren sogar noch sollen, aber ich bin dann erstmal lieber in der Mitte geblieben, weil es halt gerade, weil ich bei Boys war, doch zu stark am Lecken war, wobei die Vespa das immer noch am Ausrasten, aber wir fahren jetzt auch Richtung Nampa. War das gerade ein langer Ruckler? College of Western Idaho. Hätte ich gar nicht links abbiegen sollen, rechts abbiegen, oder die Spur wechseln sollen.
left, then turn left. Turn left. Wollen wir weiter zur alten Position. Erst auf Malte Nemper, Jam State, 2 von 11. Und dann die restlichen 3 Meilen zur Farmers Bahn. Speedrun von 20 oder von... ...35. Offenbar von 35. Links haben wir das Warhawken Museum. Kommen wir aber nicht hin. Am Ende der Straße, nach einem Ende der Unterführung. Hoppala. Ah, schön mit dem Zug, wenn der drüber fährt. Kommt nix. Warum auch immer ich rechts geblinkt habe anstatt links. Nochmal schön $600 liegen lassen. Geld liegen lassen kann ich bei dieser Tour, das steht schon mal fest. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Tour, um loszulegen. So soll es nämlich nicht sein, so verdient man kein Geld. So muss man dann eher. So muss ich dann eher Kredite aufnehmen, um die Eventwoche zu starten. Turn left. Ich bin der KI hier wohl etwas zu nahe gewesen. Die wollten nicht weiter abbiegen. Und durch die andere KI auch nicht mehr weiter konnte. Mal schön den Verkehr hier in Nemper aufgehalten. Und offenbar habe ich es aktiviert gehabt. Stay left, then turn left. Dass einfach ein random Abgabepunkt ausgewählt wird. Turn left. Und rauf zur Farmers Bahn. Receiving Area. Dann dorthin. Wunderbar.
Dann restiere ich mal die 23.000 Dollar für einen Auftrag. Schon bei 30.000, nicht schlecht. Je mehr, desto besser, wie gesagt. Ausgezeichnet Bauholz von Montrose nach Nampak geliefert. Gefahrenstrecke 638 Meilen, Dauer 11 Stunden. Verbrauchter Kraftstoff 220 Gallonen. Insgesamt 22.957 Dollar dafür bekommen und 1.325 Erfahrungspunkte. Dann schaue ich nochmal kurz nach, wo man sich hier in Tampa aufs Ohr legen kann. Falls überhaupt. Ansonsten geht es zu dem Truckstop hier vorne hin, der nochmal 12 Meilen entfernt ist. Und das trifft sich sogar gut, denn da kann ich tanken, denn ich muss auch tanken. Frisst halt super viel der Mac Anthem. Das ist der Wahnsinn, was er schluckt. Donuts, da bekomme ich glaube ich wieder Hunger. Gott, wenn ich wieder lese. Gegangen. Der Ing ist glaube ich weiter mit 25 Miles per Hour. Ich beschleunige zwar auch nochmal, aber lasse mich auch weiter ausrollen. Es wird jetzt langsam Tag. Go straight and then stay left. Stay left and then turn left. Oh, da schicke jetzt diesmal einen Güterzug. Boah, zumindest die Waggons. Sagen wir es mal so. Auch dann wirklich der Zug ist, der da steht, das ist halt wieder eine andere Sache, aber hat ja auch was, ne? Und dann einfach mal bei Waggon stehen, müsst ihr nicht immer fahren. Allerdings auf einer offenen Fläche ist es dann schon ein bisschen wieder komisch, wenn dann plötzlich nur auf Waggon stehen. Tanke noch mal kurz, bevor ich dann mich aufs Ohr haue. Damit das schon mal abgehakt ist für den nächsten Trip. Wieder mit Cruise Control. Restlichen 4 Meilen zurück. Ja, ich weiß, der Tankfüllstand ist schlecht. Ah, ich denke mal, bei der einen oder anderen Tour, die durch die Berge geht, muss ich dann vielleicht sogar bei ein paar mehr nochmal den einen oder anderen Zwischenstopp mit einlegen. Flughafen. Ist schon schön. Ist
Multi-Match Schleifwerk wäre natürlich auch nicht schlecht, aber jetzt einfach so random den Traffic hochschalten würde, ohne irgendwelche irgendeine Mod, die halt auch noch kompatibel ist mit der Improved Trains Mod, wo nicht mehr Züge dann auch gespawnt werden. Ja, durch das Gelegger habe ich vergessen, was mein Satzbau war. Was ich sagen wollte. Genau, deswegen, ja. Dann würde ich jetzt nicht die Traffic einfach so random hochschalten wollen. Fahr einfach mal jetzt hier schon mal hier rein. War ja sogar eine Truck Entry. Einmal voll tanken. Und dann suche ich mir meinen Schlafplatz. Sehr gut Fläche hier. Viele Möglichkeiten. Ach, fahren wir aber zwischen hier. Passt schon. Ja. In der Montana haben wir ja auch dabei ja was. Es geht sogar bis nach North Dakota rein, bis Williston. Ja, Boys oder ein Empire, je nachdem. Triple Trailer. Ah, nach Fresno könnte es gehen. Also hart an der Grenze, wirklich hart an der Grenze von der Streckenlänge her. Oder. Wie viel waren das nochmal? 24.000, das ist hart an der Grenze, wie gesagt. Entweder das oder halt nach. Tonopa oder nach Oregon, nach Astoria. Aber das werden wir dann sehen, ob dem denn so ist oder nicht. Wohin die Reise geht, sehen wir dann in der im nächsten Video. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, sehe ich dann im nächsten Video wieder.